Keyvan Sufis Yavash, in Klammern Ken Jebsen, reagiert auf Markus Lanz. Sie haben doch diesen Satz geschrieben, man möge den Nicht-Geimpften mögen gesellschaftliche Nachteile zuteilkommen. Das ist fucking Faschismus! Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Keyvan Sufis Yavash, in Klammern Ken Jebsen, reagiert auf Markus Lanz. Vor 7 Tagen. Ich glaube, es ist ein interessantes Thema. Ich weiß nicht ganz genau, um was es geht, aber ich glaube, es geht auch wieder um diese Corona-Thematik und er wird dabei wohl auch ein bisschen lauter und emotional. Und ich habe mir gedacht, wir gucken uns das jetzt mal hier im Stream an. Ich liebe euch, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Peter geht los, Digi. Und los. Auf dem Weg hierher habe ich den fatalen Fehler gemacht, Lanz zu gucken. Selbst schuld, Bro, sag ich dir. So wie es ist. Das ist jetzt der Grund, warum du hier so durchdrehst, Bruv. Okay, und da kam dann Frau Göring, ich nenne sie wirklich so, und der Herr Blome. Und habe ich sofort gedacht, ey, das ist ja, die Sendung hieße Täter unter sich. Da saßen nur so Typen, ja, und die dann schön geredet haben, dass es alles ganz in Ordnung wäre und kein Wort davon, ja, oder nur ganz kurz, naja, Herr Blome, Sie haben doch diesen Satz geschrieben, man möge, den Nicht-Geimpften mögen gesellschaftliche Nachteile zuteilkommen. Die ganze Republik möge mit dem Finger auf Sie zeigen. Und was ist denn? Das ist krass. Herr Blome, das ist fucking Faschismus! So. Ach. Das ist 30er Jahre! Und dann sagst du, ja, diesen Satz wird mir noch ewig nachtragen. Das erinnert mich so an dieses, und da habe ich mir nur eins gedacht, ne? So, ich muss Lanz sagt ja dann... Da ist der Jebsen wieder, da ist der emotionale Jebsen wieder, Digga. Fühl dich komplett, Bro. Bei dem Thema kann man auch emotional werden. Es gibt natürlich verschiedene Art und Weisen, wie man damit umgeht. Ihr habt es ja in meinem letzten Video gesehen, wo ich auf den friedvollen Krieger reagiert habe und mich da eigentlich mehr oder weniger nur totgelacht habe. Weil das ist auch eine Art und Weise, damit umzugehen. Aber ich finde auch seine Art und Weise jetzt gerade sehr wichtig, damit umzugehen. Beziehungsweise ist halt jedem Menschen selbst überlassen. Ich finde es vollkommen okay, dass er da emotional wird, weil es ist, wie er das sagt. Die haben sich hingesetzt und haben gesagt, dass die ganze Republik soll mit dem Finger auf die Ungeimpften zeigen. Das ist Faschismus, Digga. Der hat recht, hundertprozentig. Ich will Ihnen den Satz nicht vorhalten. Der sagt allen Ernstes noch. Ja, und dann Frau Göring, ja, und dann muss man jetzt aufpassen, dass das jetzt nicht benutzt wird gegen unsere Demokratie. Von welcher Demokratie reden wir? Von welcher, da darf Herr Streeck, durfte da auch noch was sagen. Und jetzt möchte ich mal was ganz Grundsätzliches sagen und da setze ich die Brille ab, sonst heißt es wieder, warum ich die mal aufsetze. Also. Was? Ich finde das ganz großartig, was Multipolar gemacht hat. Und ich finde nur sagen, Paul Schreier, super gut. Das sind diejenigen, die die RKI-Dokumente freigeklagt haben. Freigeklagt in Anführungszeichen. Leider ist ja immer noch ein Großteil verpixelt, aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich bin mal gespannt, wie lange du dein Bankkonto noch hast und wie lange deine Privatadresse nicht bekannt gegeben wurde. Weil du wurdest ja schon als Schwobler bei der Taz bezeichnet. Aber jetzt geht um was anderes nochmal. Erstens, wieso ist Multipolar und Schreier kein Coverboy bei Taz, bei Berliner Zeitung, beim Spiegel, warum nicht? Warum sitzt der nicht als Alleiniger in jeder Talkshow? Weil die schwärzen an, während sie gleichzeitig schwärzen und derjenige, ohne den es das ja gar nicht gäbe, ist ja privat, ist ja ein privates Portal, ja, also ist ein Schwobler, gäbe es das alles gar nicht, weil... Facts. Facts. Und wie er sagt, ich bin mir fast sicher, dass der im Hintergrund auch, versucht wird, ihm zu schaden sogar. Obwohl er eigentlich ein Held der Republik ist. Aber das kennen wir ja schon von WikiLeaks und so. Julian Assange. Wie heißt der andere? Edward Snowden. Leute, die eigentlich Helden sind. Die uns Dinge zeigen, was die Regierung Böses anstellt. So. Das sind Helden. Das müssten Helden sein bei uns Menschen. Die müssten gefeiert werden. Aber die werden in den Knast gesteckt. Die müssen in Exil. Die müssen nach Russland ins Exil. So weit sind wir gekommen, meine lieben Freunde. ARD und ZDF und wie sie alle heißen, waren nicht in der Lage, das Ding freizuklagen, weil es sie gar nicht gestört hat. Weil die es nicht wollten, genau so ist es. Das, was ich sagen möchte, dass sie diesen Mann nicht einladen und auch überall vermeiden, dass das Multipolar war, sondern lieber den Herrn Hirschhausen einladen, das kann ich einfach nicht. Ja, verstehst du? Da werde ich langsam sauer. Und dann sagen die, das ist die Aufarbeitung. Täter unter sich. Und was ich mir wünschen würde, eine Talkshow nur mit Leuten im Rollstuhl, die mir den Hirn aufgenommen haben, die nur geimpft waren oder Supersportler, die siehst du alle nicht, als wenn es die nicht geben würde.
Okay? Und jetzt reicht's mir langsam. Ich habe so die Faxen dicke, weil was ist ganz offensichtlich? Ich finde das super, dass sie jetzt darüber reden müssen, weil die Alternativen es gebracht haben, dass du nicht mehr drum herum kommst. Aber der Skandal hätte losgehen müssen, als israelische Wissenschaftler Pfizer Amerika dazu gedrängt haben, die Forschungspapiere rauszuhauen, die nicht geschwärzt waren. Und darin kam ja nochmal vor, dass sie ein Zulassungsverfahren bekommen haben für die Produktion. Das haben sie dann geändert. Und zwar gegen eine schmutzige Methode. Und dann haben sie selbst intern den Test gemacht, wie schmutzig das Produkt ist und wie es wirkt. Da haben sie 250 Leute eingeladen, die waren alle unter 22, die waren alle kerngesund und im Anschluss hatten 40% schwere Nebenwirkungen. Und unter anderem waren die schweren Nebenwirkungen erstens die Steigerung von Abgängen bei Frauen, die schwanger sind, um 1700%. Hä? Und gleichzeitig eine erhöhte Sterberate. Und dann haben sie dieses Produkt in den Markt gebracht, es wurde gestempelt. Das heißt, es geht um die Nebenwirkung. Es geht um die Nebenwirkung. Es geht darum, Geburtenrate maximal reduzieren und die Leute früher sterben lassen. Und wer das bestreitet, ist einfach nur ein Arschloch. Wow. Dem habe ich so gerade nichts hinzuzufügen, meine lieben Freunde. Und dazu hat es natürlich eine Wannsee-Konferenz tatsächlich gegeben. Und deswegen nenne ich diese Leute auch die Internationalsozialisten. Es gibt sie. Das können wir uns nicht vorstellen. Doch, das Böse ist noch steigerbar. Und das kannst du auch daran erkennen, dass es keinen Nürnberger Prozess gibt, weil diesmal wird keiner von außen einladen, weil sie sind es ja selbst. So, und das muss irgendjemand mal aussprechen. Da sagt meine Freundin zu mir, na, der Herr Streeck, den ich gut finde, im Rahmen seiner Möglichkeiten, einen Augenblick mal. Nee. Die Studien sind bekannt über die Abgänge. Nee, der Streeck ist genauso ein Kandidat. Der war mal kurz ein bisschen kritisch und dann hat er aber auch, ist aber ganz schnell wieder zurückgerudert. Der versucht so ein bisschen in der Mitte zu bleiben, damit er auch schön immer noch eingeladen wird bei Lanz etc. pp. So, der ist nicht wirklich auf der Seite des Volkes, meiner Meinung nach so. Und einer schreibt gerade, der dreht voll durch, aber der hat recht. Ja, Digga, aber was du auch sehen musst und was die meisten Leute gar nicht fühlen können, die nicht das Gleiche erlebt haben, der hat seine Existenz steht auf dem Spiel deswegen. Dem seine Adresse, Privatadresse wurde geleakt, der wurde angegriffen, physisch angegriffen. Der musste aus Deutschland verschwinden. Sein Kanal wurde bei YouTube gelöscht, weil er seine Meinung gesagt hat so. Normal wird der emotional. Und ich habe das jetzt auch neulich gesehen, einen Schweizer Kollegen, der auch die Schweizer Behörden gepackt. Es gibt, also gleichzeitig hat zugenommen, extrem zugenommen, die schwere Geburten. Und wo sind die Hebammen, fragt er in der Schweiz. Die Hebammen, wo sind die? Wo sind die Gynäkologen? Sie haben alle mitgemacht. Sie wollen es nicht sehen. Es darf nicht sein, da sein. Und deswegen, ich weiß nicht genau, Paul, ob das, was wir hier machen, noch etwas bringt. Nur die Frage, die ich mir... Doch, Bruder, das bringt was du machst. Glaub mir das, Digga. Glaub mir das. Du sprichst vielen Menschen aus dem Herzen. Wir verbreiten das. Immer mehr Menschen werden bewusst werden. Man darf den Glauben nicht verlieren. So. Ist auch krass, den Ken mal wieder so zu sehen, weil er ja eigentlich schon sich mehr so mit Spiritualität auseinandergesetzt hat, sich ein bisschen zurückgezogen hat, diese Videos nicht mehr so gemacht hat. Aber ich hab das vermisst, sage ich dir ehrlich. Weil der hat halt nun mal auch die Dinge gut auf den Punkt gebracht. Der ist halt nun mal auch ein brutal intelligenter Mann, der sich gut ausdrücken kann, der viele Dinge gut verbindet und halt vielen Menschen aus dem Herz reden kann, weil er, ja, ich glaube auch zu wissen, dass er dafür gemacht ist, so, weißt du? Das so klar den Leuten mal zu sagen, wie es ist, Bro. Ohne Blatt vor dem Mund. Wie wütend wäre ich, wenn ich einen bleibenden Schaden davon getragen habe? Aber der ist doch jetzt nicht marginal. Das ist doch bei ganz vielen Leuten passiert. Da sagt meine Frau immer zu mir, die Verdrängung der Leute hier in Stockholm ist so gut. Sie wollen das nicht wahrhaben. Das kann nicht sein. Das ist fucking gewollt. Es ging um die Nebenwirkung. Und unser Freund Bill Gates, der in diesem Land... Wenn du checkst halt, was gemacht wird gegen die Menschheit so, ne? Wenn du checkst, was da alles passiert ist in der Zeit und dass es den Anschein erweckt, als ob das alles gewollt herbeigeführt wurde, damit das passiert, was er gerade sagt, mit der Geburtenrate, mit diesen ganzen Sachen und so, mit diesen Krankheiten, mit diesen Nebenwirkungen etc. pp. Wenn du das halt siehst, dann, Bro, wie willst du denn sonst drauf reagieren? Du siehst quasi, wie eine Machtelite versucht, uns Menschen auszulöschen und das auf die perfideste Art und Weise so, gegeneinander aufzuhetzen, uns zu schaden so. Man muss sich das mal vorstellen. Immer noch so gut dasteht, obwohl er ja bei BioNTech Pfizer alles verkauft hat, mit der Begründung, das Zeug taugt nichts, hat die Presse nicht gebracht, die er geschmiert hat, hat in diesem Land immer noch 24 Projekte mit der Bundesregierung, wo das Geld ihm alleine zukommt. Und das sind 3,8 Milliarden Euro. Das sind 3.800 Millionen, die gehen an Bill Gates, an dieses Oberarschloch.
an diesen Täter, der selbst gesagt hat, man könnte die Weltbevölkerung durch Vaccine reduzieren. Ich zitiere das bloß. Das ist nicht mehr interpretierbar, Freunde. Das versteht ihr? Und das ist das, da frage ich mich, da sitzen Menschenfeinde, die dann noch sagen, na ja, man möge nicht so nachtragend sein, nur weil man x Menschen hat über die Klinge springen lassen. Weil der Punkt ist, in ihrer Denke ist es natürlich so, mittelfristig schleichen wir die Menschheit aus. Und das sagen sie ja selbst. Die Zukunft des Menschen wird nicht menschlich sein. Und was mich so empört ist bei der Angelegenheit, es sagen es vorher selbst, ihre Studien belegen es, sie werden gestempelt und dann stellen wir uns Frage, ob diese Leute irgendwelche Reue, irgendwelche Skrupel haben. Hier ist ein Plan da. Ja. Ich möchte es nicht gerne aussprechen, aber es ist einfach zu sehen und ich bin gut in Mustererkennung. Das ist gewollt. Es wirkt auf jeden Fall so. Es macht den Anschein, meine lieben Freunde. Es macht den Anschein. In der Industrierevolution 4.0 können wir weg und wenn wir von diesen Leuten und deswegen, was wir machen, übersetzt gesprochen, ich vergleiche das. Rausstellen alle dazu, dann werdet ihr umgesiedelt. Das haben die Menschen gemacht, weil sie es nicht glauben wollten. Aber mit der jetzigen Geschichte wissen wir, wie boshaft jemand sein kann, der ideologisch unterwegs ist. Und da möchte. Der hat halt recht, Bruder. Ja, ich finde es auch krass, dass er halt, der ist halt sehr emotional. Was ich aber auch, ich persönlich kann es verstehen, weil ich weiß, was er durchgemacht hat. Und ich teile auch von dem, was er durchgemacht hat, auch durchgemacht habe, so. Und wenn du dann solche Sachen siehst, Digga, dann kannst du halt auch mal emotional werden. Das ist ganz normal. Mhm. Und diese ganzen Sachen, die jetzt halt rauskommen und worüber auch geredet wird teilweise, wo die Leute immer noch versuchen, das irgendwie zu rechtfertigen, so, die zeigen halt einfach, dass Dinge gewusst wurden, die uns vorenthalten wurden und dann, auf was willst du denn sonst schließen, als wenn das gewollt so gemacht wurde, dass uns nicht die Wahrheit erzählt wird, dass wir nicht genau wissen, was da abgeht, warum die das überhaupt tun. Der Spuk ist vorbei. Es soll hochskaliert werden, aber auf allen Ebenen, auch beim Klima. Hat CO2 tatsächlich etwas mit Klima zu tun oder wird es erst wärmer und dann CO2? Wir haben ja im Moment eine der kältesten Perioden, die es auf dem Planeten jemals gegeben hat. Darüber darfst du nicht reden. Das ist auch Klimawandel. Die haben doch globale Erwärmung jetzt ersetzt. Die haben doch jetzt Klimawandel draus gemacht, Digga. Okay, das ist auch, es soll hochskaliert werden. Es soll auch hochskaliert werden zum Thema Gaza, woher die Schuldigen sind. Zum Thema, es soll alles nur hochskaliert werden. Und zum Thema Demokratie. Wir haben doch eins gesehen. Es reicht offensichtlich, dass irgendeiner oder drei beim RKI anrufen und sagen, 3 Jahre lang einen Industriestandort komplett dicht machen oder kann kein Richter was machen, dann ist das keine Demokratie. Und wenn das einmal und die Bevölkerung sich das bieten lässt, dann klappt das überall. Und die Idee dahinter ist, wir haben es ja nur noch mit Problemen zu tun. Die sind so weltweit. Es ist auch keine Demokratie, wenn wir eigentlich. Meiner Meinung nach können wir nicht mal als Deutschland freie Entscheidungen treffen, ohne das vorher mit Amerika klarzumachen. Und wenn die nicht wollen, dann machen wir das nicht, Digga. Weißt du? Oder mit Israel zum Beispiel. Das ist keine Demokratie, wenn wir kein eigenes Recht haben, Entscheidungen zu treffen oder unsere eigenen Werte zu vertreten und das zu machen, was wir für richtig halten, was für unsere Bevölkerung am besten ist. So. Wem willst du verkaufen, dass das noch eine Demokratie ist, bruv? Der Ursprung dieser Demokratie ist schon im Arsch, Bruder. Dass es nur noch zentralisiert werden muss. Das heißt, dieser ganze Scheißladen, der muss zerschlagen werden. Und ich möchte einfach mal Handschellen. Oh shit, Alter. Ken ist richtig auf 180, Bro. Klicken hören. Verstehst du? Weil wenn du dir die französische Revolution genehmigen lassen musst, erst durch den Sonnenkönig, dann hat man dir ins Gehirn geschissen. Und dann... Der geht richtig ab, Digga. Und die Elitenrechte, nämlich, das ist eine Wette, die sind so doof, dass wenn sie sogar betroffen sind, dass sie nicht wütend macht. Wenn sie sogar betroffen sind. Und das regt ja mich noch mehr auf, wie die es aufregen müsste, weil sie betroffen sind. Weil da stelle ich mir manchmal schon die Frage, ob ich auf der richtigen Seite arbeite oder eigentlich zu den Eliten sage, die sind so doof, die gehören weg. Weil langsam sage ich, da habt ihr recht. Die sind so doof. Weil das macht ihnen nichts aus, dass man ihre Kinder ermordet, bevor sie auf die Welt gekommen sind, sie unfruchtbar macht, den Rollstuhl fördert, Spitzenbeutel kaputt. Es ist offensichtlich. Und dann lädt man nur die fucking Täter ein für meine GEZ-Gebühren und dann höre ich mir das Geschwurbel an und dann zeigt man auf mich und kündigt mir die Konten und dann werden meine Hallen gelöscht, weil es die Wahrheit ist, okay? Was mache ich in diesem Land? Für wen mache ich das? Lohnt sich mein Job? Für uns, Bro, für uns. Das ist doch die Frage, die sich stellt. Du machst das für die Menschen, für was Höheres, Digi. Ja, die Frage stellt sich, aber Bro, vergess nicht. Alle Menschen, die für Freiheit und Liebe in der ganzen Menschheitsgeschichte, die für Freiheit und Liebe gekämpft haben, wurden bekämpft. Schon immer. Auch in Jesus, Yeshua. So. Die meisten waren immer gegen diese Menschen, bis sie irgendwann verstanden haben, was diese Menschen eigentlich getan haben. Und wir reden bis heute über diese Menschen. Weißt du? So. Die meisten Menschen, die für Freiheit und Liebe gekämpft haben, wurden auf mysteriöse Art und Weise umgebracht. Hingerichtet. Und dann heißt es, reg dich doch nicht so auf, sagen mir die Opfer.
Wir machen das für die Menschen. Nicht für uns, nicht für unser Ego, nicht für unser Bank-Account, für nichts von diesen Sachen. Wir machen das für Gott, für die Menschen, für was Höheres. Was ist los? Was tut man den Leuten ins Grundwasser? Und deswegen, ich verstehe dich auch, Paul, aber ich glaube, wir sollten nicht mehr darüber nachdenken, ob wir mit Worten weitkommen. Wir müssen endlich dazu kommen, dass die Leute sagen, da hat er eigentlich recht. Was ist denn hier eigentlich los? Und wir werden ausgeschlossen. Sie hätten ja mindestens bei diesen Sendungen den Wodak einladen müssen. Der ja von Anfang Facts. Gesagt hat, es ist Korruption. Ja, den hätten sie einladen müssen, aber sie laden ja nicht mehr den Journalisten ein und der kriegt auch keinen Grimme-Preis. Das ist die große Leistung. Den Namen Paul Schreier bei all dem nicht zu nennen, das Multipolar nicht zu nennen, sondern es ist einfach jetzt da, statt sie fragen, wieso war das eigentlich dieser Paul Schreier? Das ist doch eigentlich eine Drei-Mann-Organisation, die von ein paar Spenden lebt. Was habt ihr denn eigentlich gemacht? Wo ist denn bei euch das Unrechtsbewusstsein? Aber Montgomery, mein Freund, der hat gesagt, ich bleibe dabei bis heute, dass die, die damals sich nicht haben impfen lassen wollen, dass das alles ganz böse Buben sind. Und was sagt mir gerade Blome? Krass. Viel schneller impfen lassen müssen. Ja. Das ist ein kamerader Schwerverbrecher. Okay? Nein, er ist mit der widerwärtigste Faschist, den dieses Land momentan zu ertragen hat. Wenn ich einen von denen treffen sollte in der Hauptstadt, das wird in der Zeitung stehen. Okay? Mal sagen, Gevan, du... Slap it in, man, Alter, come on. Ist ja noch auf dem Weg hier über die A9. Wenn du erstmal... Ist ja gemeingefährlich, der Typ. Er ist emotional jetzt gerade, ja. Der dreht gerade ein bisschen durch, Bro. So. Wie gesagt, ich kann das irgendwie verstehen. Ich bin immer noch der Meinung, also ich persönlich versuche auf jeden Fall so, also wenn ich in der Öffentlichkeit bin und meine Message versuche rüberzugeben, ruhiger zu bleiben, weil ich glaube, das kommt dann bei mehr Menschen an. Aber ich kann halt auch wirklich verstehen, wenn Leute bei diesem Thema, die auch wirklich gelitten haben, emotional werden, gerade wenn die merken, was so gegen die Menschheit alles getan wird, so, weißt du, wie ich meine? Und es muss auch solche Kandidaten geben, die da ihre Emotionen mit rein involvieren und das dann so rüberbringen, dass das Feuer hat, so damit die Leute das auch endlich mal, manche Leute musst du anschreien, Digga. Das siehst du doch. Das siehst du doch, Digga. Das siehst du, guck, die letzte Umfrage, die wir uns reingezogen haben. Weißt du, manche Leute wollen es nicht verstehen. Die müssen es halt mal auf eine Art und Weise bekommen, die ein bisschen, bisschen nach vorne geht, Digi. Wenn ich in diesem Land um diese Uhrzeit einen Kaffee trinken will, dann bleibt mir nur McDonald's. Ja, das muss so. Mary sagt, so wie Carsten Stahl, zum Beispiel, wenn es um Kinder geht, so, ja? Manchmal muss man laut werden, manchmal muss man emotional werden und das ist auch okay, Digga. Das wird halt in der heutigen Welt so verteufelt. Oh, der schreit rum, Digga, oh, das muss ja eine Lüge sein, der ist ja bestimmt durch, der hat ja bestimmt eine Psychose. Der wird jetzt laut, der hat Emotionen, gerade in Deutschland, Bro. In Deutschland sind die Leute doch immer schön understaten, immer schön Schnauze halten. Und wenn du redest, ruhig reden, weil Emotionen darf man nicht zeigen, weil Emotionen sind böse, aber sind nicht böse. Bei den richtigen Themen sind Emotionen extrem wichtig. Rein, schon wieder ein amerikanischer Konzern. Okay? Und das ist der Punkt. Mir tun die ganzen Gastrobetriebe total leid, weil die machen das nicht mit Absicht. Es sind kaputt gegangen. Und das ist Vorsatz. Dieses Land wird vorsätzlich von Leuten kaputt gefahren, die alle nicht für 5 Cent Grips haben. Ein Wirtschaftsminister, der ein Idiot ist, der keine Ahnung hat. Ja, eine Aus. Der sagt doch Sachen, die stimmen, Alter. Wenn ihr euch von den Emotionen jetzt da gerade irgendwie, oh ja, der schreit rum und so. Bro, ich ziehe mir jeden Tag Motivationsvideos von Eric Thomas rein. Der schreit mich den ganzen Tag an. Ja? Der packt Emotionen in seine Motivations- und Inspirationsstories rein, sodass es ankommt, damit es meine Emotionen auch trifft und ich damit relaten kann und das irgendwas in mir auslöst. Das ist nichts Verkehrtes. Die nicht mal das Land findet, die kein Englisch kann. Ein Bundeskanzler, sich an nichts erinnert. Eine Frau Lang. Boah, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Versteht? Ich trinke ja auch nichts. Das ist gut, dass er das rauslässt auch. Für ihn persönlich. Scheiß drauf, was ihr dazu sagt gerade oder was andere Leute dazu sagen, weißt du? Für ihn ist es wichtig, diese Emotionen mal rauszulassen. Mal freien Lauf zu lassen, damit es mal aus ihm rausgeht, so. Weißt du? Bruder, nach dem Talk, der trinkt einen Kaffee, chillt mit seiner Frau, was auch immer so, reflektiert es ein bisschen und dann hat er was rausgelassen, was in ihm gesteckt hat. Und ich verstehe das, Digga. Mich trifft das ja, Paul, ich nehme ja keine Drogen, ich betäube mich ja nicht, mich trifft das ja, Paul, und das mit der Auffassungsgabe, ich muss weg. Bruv, komm nach Tulum, Digi, glaub mir das, Digga. Da, Bro, komm hier hin, lass ein bisschen zusammen meditieren, geh mal ein bisschen am Meer spazieren, dies, das, bla bla bla. Dann kommst du damit auch besser klar, mein Jutster. Tu was für deine Seele. Ich verstehe ihn. Hey, ist eine krasse Sache, aber wie gesagt, ich gebe ihnen im großen Teil recht. Und ich kann es, wie gesagt, auch nachvollziehen, dass er da emotional wird. Habe ich ja schon 3, 4, 5 Mal gesagt. Ich küsse eure Zirbeldrüse, meine lieben Freunde. Schreibt mir definitiv auch eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Bis zum nächsten Video. Ja, Mann. Lasst euch nicht überwältigen, Freunde. Immer schön cool bleiben.
Peace, love, bro. So, alles wird gut, alles ist gut, alles kommt so, wie es kommen soll. Vertrauen, trust. Bis dahin. Peace out. Gang.